Spicy Lucky Recipes. Auf diesem Channel findet ihr authentische indische Rezepte. Und heute gibt es ein leckeres Butterlinsengericht, das berühmte Dal Makhni aus Nordindien. Makhni hat seinen Grundstein im Punjab, wo das Dal sogar bis zu 24 Stunden vor sich hin köchelt. Aber seine Vollendung, Bekanntheit und Beliebtheit hat man diesem Mann zu verdanken, Gundan Lal Gujral, der vor über 70 Jahren das Moti Mahal in Delhi eröffnete und das Tandoori Chicken, Butter Chicken und Dal Makhni entwickelte. Man muss wirklich sagen, dass dieser Mann maßgeblich daran beteiligt war, dass indisches Essen auch im Ausland immer populärer wurde und auch den Tourismus anregte. Zugegeben, es ist nicht das kalorienärmste Gericht aus Indien, es kommt natürlich viel Butter rein, aber ganz ehrlich, gerade zu dieser Jahreszeit, wo es so kalt und windig ist, sagt man auch im Ayurveda, esst ruhig auch mal öligere und wärmende Speisen. Und bei uns ist sogar die Heizung ausgefallen, deswegen ist es das perfekte Gericht für uns heute. Für Dal Makhni braucht ihr diese schwarzen Linsen hier, das heißt Urad Dal, und die findet ihr tatsächlich nur beim Inder. Nicht verwechseln mit, wie heißt das nochmal? Diese schwarzen Beluga-Linsen. Das ist nicht das gleiche. Urad Dal entwickelt nämlich beim Kochen so eine schöne, samtige, seidige Konsistenz. Aber keine Sorge, falls ihr die nicht besorgen könnt, dann nehmt doch einfach braune Tellerlinsen, das mache ich auch oft. Die sind nämlich auch nach dem Kochen schön sämig. Beachtet, wenn ihr Urad Dal kauft, dann kauft die ganzen ungeschälten. Die gibt es nämlich beim Inder in verschiedenen Ausführungen. Es gibt sie geschält, es gibt sie halbiert. Und wir brauchen aber für unser Rezept unbedingt diese hier. Als zweites habe ich hier ein paar Azuki-Bohnen. Das ist aber völlig optional. Ihr könnt es auch nur mit den Urad Dal oder Tellerlinsen kochen. Aber das macht das Dal Makhni noch ein bisschen interessanter. Normalerweise verwendet man in Indien kleine Kidney-Bohnen und die habe ich hier nicht gefunden. Deswegen habe ich jetzt einfach diese Azuki-Bohnen gekauft. Oder was ich auch manchmal mache, es gibt kleine weiße Bohnen und die eignen sich auch sehr gut für Suppen und Eintöpfe. Die könnt ihr auch mit eurem Urad Dal mischen. Die Linsen lasst ihr am besten über Nacht einweichen, das macht sie besser verdaulich. Das kennt ihr ja von Hülsenfrüchten. Wobei Tellerlinsen, die muss man nicht unbedingt einweichen. Unser Rezept muss nicht so viele Stunden vor sich hin köcheln. Dank eines Schnellgarers ist das Dal in knapp einer Stunde ready. Aber am nächsten Tag schmeckt das Dal noch besser. Nicht wundern, wie der hier aussieht. Der war schon sehr, sehr oft in Gebrauch, schon über 40 Jahre, so ein Originalteil aus Indien. Der tut aber noch seine Arbeit. Irgendwann besorgen wir uns einen neuen. Deswegen nicht wundern, ja? In der Zeit, wo die Linsen garen, können wir schon mal die Gewürzgrundlage herstellen. Dal bedeutet Linsen und Makhni bedeutet Butter. Dal Makhni bedeutet in diesem Fall einfach nur buttrige Linsen. Der schwarze Kardamom passt mit seinem rauchigen Aroma perfekt zum Dal Makhni. Wenn ihr keinen habt, nehmt ihr 5 grüne Kardamomkapseln anstatt 3. Hier verwenden wir Asafoetida und verzichten dafür auf Zwiebeln. Wenn ihr kein Asafoetida habt, hackt eine kleine Zwiebel fein und bräunt sie leicht in der heißen Butter mit, wenn ihr die Gewürzgrundlage herstellt. Für Veganer ein Tipp, verwendet anstatt der Butter Albaöl. Das ist Rapsöl mit Butteraroma und für Sahne gibt es ja einige pflanzliche Alternativen. Aber auf keinen Fall Kokosmilch verwenden, das hat in Punjabi-Gerichten nichts verloren und würde den Geschmack total verfälschen. Die haben jetzt eine halbe Stunde gebraucht im Schnellgarer, Tellerlinsen brauchen aber nur 15 Minuten im Schnellgarer. Für die Konsistenz und Sämigkeit ist es gut, wenn einige Linsen etwas zerfallen sind. Man kann aber auch gut mit einem Stabmixer nachhelfen und nur ganz kurz ein paar Linsen zerkleinern, bevor man alles in die Gewürzgrundlage gießt.
stelle ich ein schnelles Gewürzöl her, indem ich Knoblauch und etwas Garam Masala in heißes Öl gebe. Das muss aber ruckzuck gehen, bevor etwas anbrennt und bitter wird. Getrocknete Boxer und Kleeblätter sind das Geheimnis und verleihen dem Gericht seine typisch Punjabi-Note. Die solltet ihr euch unbedingt besorgen. Da wird mir schon richtig warm ums Herz, wenn ich diese schöne Dal Makhni in der Hand halte. Und das gibt es jetzt bei uns zum Mittagessen. Ihr habt ja gesehen, wie einfach das ging. Einfach Linsen kochen unter die Masala-Grundlage und dann habt ihr ein schönes Herbst-Winter-Linsengericht. Schreibt uns doch auch gerne in die Kommentare, was ihr euch sonst so bestellt, wenn ihr zum Inder geht. Dann kochen wir das auch gerne für euch. Ansonsten sehen wir euch beim nächsten Video. Tschüss!